So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog-Video. Bin mal wieder in der Testphase, probiere verschiedene Sachen aus. So wie jetzt zum Beispiel habe ich meine Nex 5 Kamera am Spiegel befestigt und nehme mit der auf. Einfach, dass man eine bessere Bildqualität hat als wie vom Handy. Aber so richtig geheuer ist mir das Ganze jetzt wieder. Ich kann euch mal die ganze Konstruktion kurz zeigen, indem das ich es mal geschwind beim Handy film. So sieht das Ganze also aus. Da ist der Spiegel, da hängt das Handy drin mit dem Display nach unten aufklappt, dass ich mich selber sehe. Also kann man mal machen, aber ich denke mal, ein Dauerzustand wird es jetzt sein. Der Grund von dem oder zu dem heutigen Vlog, was ich ausprobieren möchte, ich möchte mal versuchen, auf die Fresse zu fliegen. mit dem Longboard zum Fahren und ein paar cinematische Aufnahmen zu machen. Und da suchen wir uns jetzt ein geeignetes Plätzchen dazu, wo ich ungestört Longboard fahren kann. Und ich hoffe, dass das Video interessant wird, dass ihr viel Spaß dabei habt. Dann wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß mit dem Video. Jetzt mal hier mit dem Longboard zum Fahren. Können da ist auf jeden Fall weiter. Man darf vielleicht da jetzt, ich ganz vergessen, ich bin schon 43 und in meiner Jugend hat es auf jeden Fall noch keine Longboards gegeben. So jetzt Dino oder Stefan oder Unge oder keine Ahnung, mehrere hundert Kilometer mit dem Ding fahren, würde jetzt auf jeden Fall machen möchte. Also es funktioniert zwar, aber so wirklich sicher tue ich mich auf dem Ding jetzt nicht fühlen. Aber wenn das Ganze jetzt schön bergab gegangen ist. Ja, und das Problem ist auch, wenn man da gleich den richtigen Mittelpunkt hat, wenn man drauf steht und sich anschauen will, dann lenkt das in eine Richtung. So, ich probiere das jetzt mal mit einem kleinen Skateboard. Kleines Skateboard. Das hat so kleine Rolle. Das fährt ja geil. Ohne ist auch im Start. Jetzt kann ich sie einfangen. Weil das bloß nicht. Ob die Kamera die Drohne jetzt scharf stellt oder nicht. Das ist nämlich auch ein Punkt, wo ich gerade im Überlegen bin. Oh, das kann man vergessen. Es fällt mal dazu kleine Rolle, ein kleiner Kieselstein.
Und das Ding bleibt stehen. So, also, ich bin jetzt ganz außer Puste, aber ich würde sagen, ich wechsle jetzt mal mit meinem Sohn, der fährt, ich fliege, dann macht es jeder besser. Das war also der Versuch, dass ein Opa Longboard wird. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ganze auf dem Video nachher aussieht. Auf jeden Fall gut fahren kann ich jetzt. Und ich glaube auch, dass es irgendwie ein Hobby von mir werden könnte. Das Skateboard kann man gar nicht fahren. Sobald da ein kleiner Kieselstein irgendwo ist, dann stockt es sofort. So Pennyboard muss ich mir mal angucken, ob es das auch mit größeren Rädern gibt, weil die Räder sind da eigentlich ausschlaggebend, ob das dann nachher immer stockt oder nicht. Ja. Und was ich auch gerade mal überlege, bin mir eine neue Kamera zuzulegen, weil die Kamera, die Next 5, die macht zwar echt gute Bilder, aber wenn es jetzt so ein bisschen dämmerig wird wie jetzt, dann war es das mit der Bildqualität. Dann fängt die relativ schnell das Rauschen an. Hat aber halt den Vorteil, ich habe ein Display, das kann ich hochklappen, ich sehe mich selber. Die Überlegung von mir war eigentlich jetzt die Sony Alpha 6000 zum holen. Die 6300 wäre jetzt eigentlich nicht unbedingt was, weil 4K macht in meinen Augen momentan noch keinen Sinn. Die Alpha 6000 hat sehr gute Full-HD-Aufnahmen, hat einen sehr guten Fokus und sehr gute Low-Light-Eigenschaften. Aber das Problem an der, ich kann den Bildschirm mit hochklappen, ich sehe mich dann nachher nicht mehr. Das heißt, wenn jetzt der auch so filmen wird wie jetzt, dann muss ich immer schätzen, ob ich im Bild bin oder ob ich im Bild bin. Gefällt mir gar nicht. Die Nikon D70 oder D80 wäre noch Alternative, aber das ist halt ein Mordsklopper. Aber da kann man Display ausklappen. Dann gibt es eventuell noch die Canon K7X, heißt die, glaube ich. Aber kleine, kompakte Kamera, Lowlight-Eigenschaften, weiß jetzt gar nicht, wie die sind. Auf jeden Fall wäre es besser als wie die Next 5. Ja, aber wenn jetzt ihr da für mir eine Kameraempfehlung habt, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare, ne? Ich sag mal, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Video. Ciao.